Ja, hallo, herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Beim letzten Mal haben wir euch gezeigt, wie die Durchbiegung von einem GFK-Gitterrost aussieht, wenn man es mit einem Pickup oder mit einem Bagger befährt. Wir haben gesagt, wir zeigen euch, wie ein Gitterrost aussieht, wenn man es beflammt. Das machen wir jetzt. Alexander, jetzt kannst du mal das Gitterrost beflammen. Einfach in der Mitte drauf und dann mal gucken, was passiert. So, wie ihr seht, wir beflammen dieses Gitterrost jetzt schon mehr als eine Minute mit einer sehr starken Flamme. Man sieht, es tropft nichts ab. Also es verbrennt zwar, tropft aber nicht. Rauchentwicklung ist auch eigentlich noch gering. Und man sieht an dieser Stelle auch, die Flamme wird kleiner. Wir gucken uns das mal weiter an. So, was ihr jetzt seht, das Gitterrost, also die Flamme ist komplett weg, ist also von alleine ausgegangen. Und wenn man jetzt mal hier reinguckt, sieht man auch, dass es relativ stark verbrannt ist an der Stelle. Aber ja, hat trotzdem noch eine gewisse Tragfähigkeit. Wie ihr seht, obwohl das GFK-Gitterrost hier in der Mitte angeflammt wurde, hat es trotzdem noch eine gute Tragfähigkeit an der Stelle. Würde man allerdings in der Realität natürlich jetzt austauschen. Das, was ich mache, ist jetzt eigentlich mit dem Schlüssel hier die oberste Schicht abkratzen, die verbrannt ist hier. Und man sieht allmählich so, dass da auch Glasfasern dann freigelegt werden. Man hat ja oben eine harzreiche Schicht und ja, darunter fangen jetzt irgendwo die Glasfasern an. Harz ist verbrannt, Glasfasern bleiben über an der Stelle. So, das ist natürlich ein Gitterrost, das muss man jetzt mal austauschen dann. Weil es halt beschädigt ist, aber es hat trotzdem noch eine anständige oder eine Tragfähigkeit. Ist nicht so, dass es wegschmilzt oder wegtropft an der Stelle. Heute wollen wir euch was über GFK-Gitterroste erzählen. Hallo Gerrit. Moin. Moin. Ja, hier haben wir ja exemplarisch mal so ein kleines Stück Gitterrost, klassischerweise größer. Hier haben wir ein kleines Stück, das wir zeigen können. Ja, grau gibt es auch in anderen Farben. Stefan, du kannst vielleicht mal eben erklären, was sind denn hier Maschenweite, Maschenteilung, die Begriffe, Stegbreite? Was ist das? Kann ich gerne machen. Also das ist so der klassische Standard, den wir am meisten verwenden in der Sonderkonstruktion. Mhm. Also du hast gefragt, Maschenweite ist innen das lichte Maß zwischen den Stegen, 31 x 31 mm in diesem Fall. Die Maschenteilung wäre Mittelsteg zur Mitte nächsten Steg. Habe ich hier 38 mm. Genau. Oberfläche konkav. Die ist so ein bisschen gewölbt, ne? Wie so eine Schüssel. Ja. Richtig, also scharfkantig, wodurch ich eine Rutschhemmung von R12 erreiche, nach der Norm DIN 24537-3. Ja, R12, R13, je nach Anwendungsfall, ne? Ja, da gibt es unterschiedliche Rutschhemmungen, weil es eben auch unterschiedliche Gitterroste gibt. Aber dies, wie gesagt, ist so ziemlich der Standard. Ja.
So ein Gitterrost wird hergestellt, indem man praktisch eine Form hat. Da werden Glasfaserstränge eingelegt, längs und quer. Dann wird das Harz reingegossen, härtet im Endeffekt aus an der Stelle. Und durch das Aushärten selber hat man einen gewissen Schrumpf. Der sorgt dann dafür, dass wir hier eigentlich recht scharfkantige Ränder haben, die auch für die gute Rutschhemmung sorgen, wie Stefan gerade schon erwähnt hat. Vielleicht kann man noch erwähnen, dass die Stege ein bisschen keilförmig zulaufen, also die sind oben breiter an der begehbaren Fläche als unterhalb des Gitterrostes, circa 1 mm. Also hier habe ich 6 mm Stegbreite und oben habe ich circa 7 mm. Mhm. Das hängt auch mit dem Entform zusammen. Stimmt, kann man ja einfacher rausheben, richtig. Wenn das ein bisschen konisch zuläuft. Ne? Ja. Kriegt man einfacher gelöst. Kennt ihr auch vom Kuchenbacken. Ja, genau, guter Vergleich. Ja. Typische Farbe ist eigentlich grau an der Stelle. Das ist so, was man zu 95% verkauft. Geht aber auch in anderen Farben. Ja, Gerrit, ich sehe schon, du hast da jetzt eine andere Variante von Gitterrost, wie gerade erklärt. Ich habe hier eine ähnliche Variante, also vielleicht erstmal so gezeigt. Es handelt sich immer noch um ein Gitterrost. Aber der Unterschied zu den beiden anderen Varianten, die wir hier sehen, einseitig geschlossen. Also das ist halt ein Gitterrost, klassisch wie hier mit einer auflaminierten 3 mm starken GFK-Platte, die besandet ist. Hier, damit man eine Platte hat, die rutschhemmend ist. Hier will ein Kunde an der Stelle einfach nur extra eine Besandung drauf haben, obwohl man ja auch eine konkave Oberfläche haben kann. Kann man alles machen. Richtig. Also meistens im Zusammenhang mit der gewünschten Rutschhemmung kommen die verschiedenen Varianten zum Einsatz. Hier ist es halt so, kann man sich vielleicht auch vorstellen, wenn das jetzt eine glatte GFK-Platte wäre, Feuchtigkeit und dergleichen, also unwahrscheinliche Rutschgefahr, weswegen ich das besanden kann. Genau. Dann gibt es das aber ähnlich, wie man das aus dem Stahlbau noch kennt, mit Tränenblechoptik und. Stimmt, also, die gibt's auch noch. Ja, also auch immer möglich. Nach Kundenwunsch. Ja. Ich sage eigentlich immer, ähnlich wie Sie das im Stahlbau kennen, kriegen Sie es auch im GFK. Ja. Alle Farben sind möglich und auch alle Stärken. Mhm. Manchmal kommt auch das GFK-Gitterrost zum Einsatz, wo gar keine Begehbarkeit gewünscht ist, sondern einfach nur Berührungsschutz. Also wir haben das jetzt gerade viel in der Elektrolyse. Wo man Berührungsschutz haben. Und da brauche ich dann vielleicht nur eine Gitterroststärke von maximal 13 mm, die man auch bekommen kann. Die ist entsprechend leicht um ein Vielfaches günstiger wie die starken Gitterroste, engmaschiger. Also, was ich nur sagen will, ganz viele Ausführungen sind möglich. Ja, und die typischen Wandstärken, die wir haben, also 38er Gitterrost ist das gängigste. Was dann auch noch geht, ist 25 mm, 30 mm und für schwere Belastungen 50 mm. Schwerlast tatsächlich sogar bis 70 mm. Ja. Ja, hier haben wir nochmal so ein paar Zubehörteile, die wir natürlich auch benötigen, um die Gitterroste formschlüssig zu verarbeiten, beziehungsweise an unseren GFK-Konstruktion lagesicher anzubinden, wo wir hier den klassischen M-Clip haben. Mhm. Wir sagen immer M-Clip, weil er die Form hat wie so ein schlecht gezeichnetes M. Den benutzt man dann auch gerne einfach, um das Gitterrost an Profilen zu befestigen. Also ich habe hier gerade mal einfach so eingehangen. Ja. Hier müsste man sich jetzt die entsprechende Unterkonstruktion, also die Träger, vorstellen, wie man sie vielleicht aus dem Stahlbau kennt, bei uns eben dann aus GFK. Und hier, der GFK-Träger ist gebohrt. Hier sehe ich jetzt gerade, haben wir sogar die Variante mit einem Einnied. Also eine Einniedmutter. Ja. M8 in dem Fall, also wo dann wirklich die Montage dahingehend vereinfacht ist, dass ich von oben und einfach einschrauben kann und unten nicht gegenhalten. Genau. Manchmal kommt man ja von unten nicht mehr dran. Genau, ne? Genau. Ansonsten, das Klassische ist ja eigentlich eher dann die Variante hier mit einer Unterlegscheibe und einer Mutter, beziehungsweise mit einem Teller an der Stelle und auch einer Mutter. Ja, die Variante benutzen wir für die geschlossenen Gitterroste, damit dann oben auch, wo wir bohren, das auch wieder das Loch dann zu ist. Genau. Und wenn wir uns dann dieses Bauteil hier angucken, dient einfach dazu, wenn ich zwei Gitterroste miteinander verbinden will an der Stelle, dann wird es halt runtergeschraubt. Ich habe hier auch den Verbinder auf beiden Seiten und ich kann sicherstellen, dass die Gitterroste keinen großen Höhenunterschied zueinander haben. Ne? Und dann haben wir hier noch diesen
Verbinder, also sind immer Edelstahlverbinder an der Stelle. Das ist halt auch ein Verbinder, der klemmt dann darunter und kann ebenfalls so befestigt werden. Ja, dient dann dazu, also wenn der Kunde nicht möchte, dass der bauseits vorhandene Stahlbau oder so, wo die Gitterroste aufgelegt werden, dass der gebohrt wird oder dergleichen, genau. Dann kann ich hiermit einfach nur klemmen. Ja, genau, ist so ein Klemmverbinder. Ja. So dann, ne? Genau. Und dann haben wir hier ja noch ein paar Bauteile. Also hier haben wir einfach den Handgriff. Hast du so schön vorbereitet, verschwindet also normalerweise im Gitterrost, weil es entsprechend ausgefräst ist, kann aber auch hochziehen und dann habe ich hier einen Griff für eine Klappe. Wenn ich eine Klappe im GFK-Gitterrost machen will, brauche ich natürlich auch noch irgendwelche Scharniere, haben wir hier ebenfalls. Ne? Ja. Und was dann nochmal zu erwähnen ist, Micromesh-Gitterrost, heißt also hier habe ich meine 31er Lichteweite, hier ist es deutlich weniger. Weiß gerade gar nicht wie viel. Man sieht aber, auch wenn ich eine Mutter habe, ich sag mal eine M12er Mutter oder was, die fällt mir hier nicht durch, die bleibt drauf liegen. Ne? Dafür gibt es auch andere Nutzungen. Vielleicht aber auch eben zu erwähnen, also wenn das begehbare Flächen im öffentlichen Raum sind oder aber eben auch, wo man einfach sagt, also da muss auch die junge Dame mit Stöckelschuhen drauf laufen können, auch da spielt das eine Rolle und wird als Argument angeführt, um dieses Gitterrost zu verwenden. Ja, ja, okay. Kommt drauf an, wie fein die Stöckelschuhe sind. Ja. Ja. Aber ja klar, das hilft stimmt. An der Stelle. Ja, wenn du noch Fragen hast zu GFK-Profilen, GFK-Gitterrosten oder Konstruktionen daraus, spreche uns gerne an, schreib in die Kommentare. Wir antworten gerne und kümmern uns auch um eure Projekte.